Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Pellet Hand bzw. die bleiche Hand. Im letzten Video hatten wir schon eine klassische Death Guard Einheit. Heute möchte ich euch aber zeigen, wie ich es lieber mag, denn ich mag das, wenn die Death Guard so ein bisschen an die Death Guard von der Horus Heresy erinnert. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein ins Video. Auch hierbei handelt es sich um ein vorher schon bemaltes Modell, das ich entfärbt habe. Und das habe ich mit Death Guard Green grundiert. Und jetzt benutze ich erstmal eine sehr, sehr verdünnte Schicht Ushabti Bone von Citadel. Brauchen wir ein paar mehr Schichten, macht sie mal ein bisschen zu dünn, gerade wenn es schon mal entfärbt war, noch ein paar Farbreste vielleicht von dem anderen Modell drauf waren. Aber damit gehe ich jetzt einfach mal grob drüber. Mir ist egal, ob ich irgendwo dran komme. Wir wollen es einfach nur einmal schnell aufs Modell bringen. Genauso wie beim klassischen Death Guard nehme ich jetzt hier wieder Castellax Bronze. Für die goldenfarbenen Rüstungsteile, wie hier die Schulterpads. Da könnt ihr später auch wieder ein bisschen rumspielen, wo ihr Silber und wo ihr eher Bronze- oder Goldfarben haben wollt. Aber das nehme ich auch hier für die ganzen Nieten. Da gehe ich dann einfach ein bisschen drauf, tupfe drauf. Wir werden später natürlich noch Schäden. Aber da gibt es so einige Details, die man mit der Farbe malen kann. Da ist es dann wieder komplett euch überlassen, was ihr Silber oder was ihr Gold macht oder wie sehr ihr es macht. Oder vielleicht lasst ihr es auch einfach im Rüstungston. Bevor es allerdings hier mit den silbernen Teilen weitergeht, kümmere ich mich noch schnell um die Schulterpads und dann nämlich Castellan Green von Citadel. Einfach hier, wenn ihr euch mal die Schemen von der Pellet Hand anguckt, dann haben die immer so grüne Schultern. Genau, haben wir ein bisschen Kontrast zum Rest der weißen Rüstung und das machen wir jetzt auf beiden Schulterpads. Hier hat er ja so eine Fratze, da müssen wir mal gucken, was wir daraus zaubern. Jetzt aber zu den silbermetallischen Teilen, wie hier dem Schwert oder auch dem Kettenhemd, was er hier in der Hüfte hängen hat. Da gibt es ja einiges oder hier der Lauf vom Bolter. Ich finde, da kann man viele schöne Sachen und so ein bisschen Kontrast schaffen zu den goldenen Teilen, auch hier am Schulterpad. Dafür nehme ich Iron Warriors von Citadel, ist ein bisschen dunkleres Silber, finde ich immer ganz angenehm. Und dann kann man sich hier ein bisschen austoben, je nachdem, wo man es überall haben möchte. Schläuche, Röhren und ähnliches mache ich hier wieder in Mechanical Standard Grey von Citadel. Das hat mir bei dem normalen, bei dem grünen solchen Mögen ganz gut gefallen, deswegen benutze ich das hier auch. Für diesen Granatenschaft, wie auch den Bolter zum Beispiel, also das Gehäuse vom Bolter, nämlich Corvus Black, nehme ich eigentlich fast immer, finde ich, ist eine schöne Farbe, ist schwarz, aber nicht zu schwarz. Und ja, wenn ihr noch ein paar andere Teile habt, die ihr findet, bemalt sie auch gerne mit dem Schwarz, finde ich halt immer eine sehr angenehme Farbe. Einzig und allein für den Schaft hier oder diesen Griff am Bolter benutze ich Murfang Brown von Citadel. Ist ein schöner Kontrast und der ist ja auch von der Faserung so ein bisschen holzig. Jetzt möchte ich die ganzen Zähne hier am Bauch, aber auch die Hörner und sowas mit diesem Tenberus Grey, heißt es glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, von AK nehmen. Das ist so ein bisschen rotstichiger. Ich bin gespannt, ob das irgendwie am Ende noch mal rauskommt. Jedenfalls möchte ich die Hörner und auch die Zähne hier mal als ein kleines Kontrastprogramm zur Rüstung haben und dachte, es wäre mal was Interessanteres als dieses typische, ja, knochenfarbene. So, jetzt kommt ein sehr interessanter Punkt und zwar die ganzen Tentakel und sowas. Dafür nehme ich hier Deep Purple von AK, lehne mich da mal aus dem Fenster und zwar, ich hatte schon fast überlegt, das auch mal blau zu probieren, aber bleiben wir hier eher beim Pink und beim Rosa. Und probiere es einfach aus, will dann später ein bisschen höher gehen. Bei den ganzen Schläuchen hier wieder am Bauch benutze ich die gleiche Farbe wie beim Standard Marine auch. Da machen wir dann so eine rosane Hautfarbe dran. Aber erstmal hier, ihr merkt schon, das sieht erst jetzt mal ein bisschen komisch aus. Ich bin gespannt, was es am Ende wird, aber ich fand es interessanter, das einfach mal ein bisschen rausstechen zu lassen. Den ganzen Schädel, der jetzt noch hier hat, also den am Knie, den werde ich nicht Bronze machen. Macht man ja auch gerne mal und hier auf dem Rücken wie auch auf der Schulter mache ich mit Rackrad Flash. Ist eine schöne Farbe, finde ich immer für so Schädeltöne. Dann werde ich die Augen noch rot machen, sowohl vom Marine selber als auch von dem Schädel hinten. Bevor ich jetzt hier irgendwas ausbessere oder schöner mache oder sonst irgendwas, schnappe ich mir hier Argax Earthshade. Dann bekommt er eine kleine Dusche, unser kleiner solcher Marine. Da gehe ich jetzt einmal komplett übers Modell, weil ich faul bin, anstatt das punktuell einzusetzen. Wir shaden das komplette Modell einmal mit dem Earthshade. So sieht das Ganze dann geschadet aus. Mir ist aber ein peinlicher Fehler hier unterlaufen. Und zwar habe ich hier am Fuß diese offene Stelle mit dem Maden vergessen. Dafür nehme ich jetzt Balon Bauen und mache das nochmal schnell. Aber ihr seht, das Shade hat ihn ordentlich abgedunkelt, hat die eine oder andere Stelle auch mal
versteckt, die vielleicht nicht so schön geworden ist. Aber jetzt muss ich hier erstmal auf Madensuche gehen. So, den kleinen Fauxpas habe ich jetzt hier ausgebügelt, wobei da am Knie sehe ich noch eine Made, die ich vergessen habe. Egal, ich nehme jetzt erstmal hier Screaming Skull von Citadel für die Rüstung, denn so allgemein ist mir das ein bisschen zu dunkel geworden an den oberliegenden Stellen, wie hier zum Beispiel der Brust- oder Bauchpanzer, auch die Knie allgemein. Und da werde ich aber zwei sehr dünne Schichten nehmen. Deckt auch nicht ganz so gut die Farbe, gerade wenn man einen etwas dunkleren Hintergrund hat. Passt ein bisschen auf, dass man jetzt hier nicht auf die Zähne kommt oder auf Nieten. Wenn es passiert, haben wir da später noch eine Lösung für. Aber das mache ich jetzt hier erstmal, damit das schön mehr ins Weißliche kommt. So sieht das Ganze dann erstmal fertig aus. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gebe ich gerne zu. Ich habe auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übergemalt. Müssen wir später wieder ausbessern. Es gibt eben immer wieder Situationen, wo man ein bisschen ausbessern muss. Nobody's perfect, aber jetzt erstmal hier zu den Bronzeteilen. Da helle ich das Ganze mit ein bisschen Balthasar Gold auf, wie auch schon beim klassischen Marine. Und auch hier so ein bisschen an den ganzen Stellen, einfach damit es ein bisschen kontrastreicher wirkt. Im nächsten Schritt schnappe ich mir einmal Lead Belcher von Citadel, sehr verdünnt. Das können wir ja einerseits hier benutzen, um zum Beispiel den Lauf oder hier oben die Nieten ein bisschen aufzuhellen, im Kontrast zu dem dunklen Silber, was wir eben hatten. Aber in erster Linie möchte ich das hier nochmal für die ganzen Bronze oder Kupfer oder Gold oder wie auch immer ihr es jetzt nennen wollt, Teile. Und zwar, wie gesagt, achtet darauf, dass es gut verdünnt ist und geht hier so leicht drüber, auch hier an der Brustkammer mal oder die Nieten. Das sorgt einfach dafür, dass das Ganze ein bisschen abgenutzter aussieht. Ja, und wir von innen dunkel nach außen etwas heller haben. Jetzt begeben wir uns hier nochmal in die Tentakel oder Auswüchse oder wie ihr es nennen wollt. Dafür nehme ich mir den Grundton nochmal und hell das an der einen oder anderen Stelle auf. Auch oben natürlich an der Zunge. Einfach hier schön verdünnt nochmal die eine oder andere Stelle mitnehmen. Ich habe mir hier ein paar Farben vorbereitet auf der Nasspalette. Ich finde, die Tentakel sind mit am anspruchsvollsten. Relativ schwierig, aber wir kriegen da schon bestimmt was hin. Der Grundton muss gar nicht zwangsläufig getrocknet sein. Dann nehme ich hier schon den nächsten Ton. Das ist Magenta von AK. Und ja, gut verdünnt, ne, Freunde, wie immer. Und lass die Farbe hier so ein bisschen auf dem Tentakel spielen. Mach es ein bisschen weiter nach vorne. Denkt immer dran, in der Tiefe sieht es dunkler aus oder weiter hinten nach vorne wird es heller. Und hier auch so ein bisschen auf diese ganzen Noppen oder Bläschen, die er hier drauf hat, einfach ein bisschen ausprobieren. Und zu guter Letzt nehmen wir das Screamer Pink von Citadel und machen hier, ja, ich habe jetzt entschieden, es sind Warzen, machen die damit. Ihr könnt aber auch hier so über einfach über ein paar Stellen drüber gehen, um das ein bisschen aufzuhellen, auch über die Flächen. Probiert ein bisschen aus, wie gesagt, nimmt es dünn, dann könnt ihr ein bisschen besser das kontrollieren. Hier die nach außen liegenden Stellen, auch oben an der Zunge natürlich. Und ich habe mir überlegt, ich werde es auch für dieses schöne breite Grinsen am Schulterpad von diesem Nörgeldämon, sage ich jetzt einfach mal, wenn wir verdünnt, wirklich gut verdünnt, über die Lippen gehen. Da muss ich mal ein bisschen rumspielen, mal gucken, wie wir das hinbekommen. Ich runde das Ganze nochmal mit ein bisschen Karobor Kümmissen, dem Shade von Citadel ab, aber nur hier oben wirklich, um ein bisschen Tiefe und ja, mehr Tiefe oder Blut da reinzubekommen. Wir werden später auch noch einen Effekt benutzen, aber dann wirkt es einfach ein bisschen schöner. Mit Buckman's Glow von Citadel mache ich hier nochmal ganz vorsichtig die Schläuche, damit sie einfach ein bisschen ja, hautmäßiger aussehen und widerlicher, sage ich fast schon. Und ja, passt nur auf, dass ihr nicht da irgendwie in die Rillen reinkommt, seid dabei vorsichtig. Ja, und den Schulterpad, den muss ich nochmal bearbeiten. Die Zähne hätte ich vorher machen sollen. Dafür werde ich den Rüstungsgrundton nehmen, damit es ein bisschen weiß wird. Auch mit dem Grün nochmal nacharbeiten, damit es schöner aussieht. Aber auch hier diese Fäden mit Buckman's Glow. Da habe ich auch den einen oder anderen übersehen, den werde ich jetzt nacharbeiten. Diesen Holzschaft am Bolter möchte ich auch nochmal nacharbeiten oder highlighten. Und dafür nehme ich mir Kork von AK. Recht weißlicher Ton, aber es soll ja gut ausgefranst aussehen. Und ja, hier fein ein paar Linien ziehen, ein paar Maserungen. Da kann man auch ein bisschen mit rumspielen. Macht es erstmal fein und probiert euch ein bisschen aus, wie es euch gefällt. Ich habe zwischenzeitlich auch hier die Schädel auf der Schulter und am Knie nochmal mit dem Grundton aufgehellt, auch das gleiche mit dem Bolter. Aber jetzt machen wir uns hier an die Hörner. Dafür nehme ich mir Basalt Grey von AK und auch wieder gut verdünnt, damit wir ein bisschen es laufen lassen können. Hellen das Ganze jetzt hier auf. Ich hätte es noch ein bisschen mehr verdünnen können. Aber
ja, einfach jetzt die ganzen oberliegenden Flächen. Der rötliche Ton vom Anfang ist leider nicht da geblieben nach dem Shaden, ist aber auch nicht so schlimm, machen wir jetzt anders. Und ja, seid hier ein bisschen vorsichtig, dass ihr nicht mehr drüber malt. Und dann werden wir das auch mit diesen ganzen Zehen oder Fängen am Bauch machen. Hier wirklich jetzt penibel aufpassen, dass ihr auch nicht über das Lila kommt. Und ja, das Ganze ein bisschen schöner nochmal machen. Wenn wir das dann haben, und ihr seht, das ist schon eine große Veränderung, nehme ich mir Reddish Gray von AK und mache quasi das gleiche nochmal, nur minimierter. Also jetzt nur noch Spitzen und ähnliches und gehe hier drüber, auch über die Fangzähne natürlich. Das gleiche Spiel wie gerade eben, nur ein bisschen dezenter und nicht wieder alles so bedecken. Hier einfach nur ein bisschen heller machen. Und dann, meine lieben Freunde, kommen wir auch schon zu meinem Lieblingspart, und zwar den ganzen Witterungsspuren. Wir fangen hier erstmal mit was Groben an, und zwar habe ich mir hier dieses Corrosion Texture von AK geholt und das bringen wir jetzt erstmal auf, hier auf so grobe Stellen wie die Klinge. Auf dem Bild sah es ein bisschen aus, als ob es später auch rot wird, hier ist es jetzt ein bisschen pink. Müssen wir schauen, wie es später ist, aber ja, damit könnt ihr einfach ein bisschen auftragen. Ich finde, damit kann man mit sowas kann man auch immer gut Stellen verstecken, die jetzt nicht so toll geworden sind, wo man nicht so zufrieden mit ist. Aber ich mache hier einfach mal ein paar Kleckse, auch so Übergänge vom Bolter zum Schaft oder von den Metallteilen zum Bolter auf dem Kettenhemd. Und man kann überall so ein paar Flecken machen. Gerade an den Metallteilen, finde ich, wirkt das immer ganz schön. Das kam jetzt leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt wirkt es eher so wie Typhus Corrosion von Citadel. Ich denke, wenn ihr da eine andere Grundierung drunter macht, irgendeinen rot-, orange-, bräunlichen Ton, dann wirkt es anders, weil es dann von unten durchschimmert. Wir verzagen jetzt aber nicht. Ich nehme einfach hier einen kleinen Drybrush und bürste das einmal mit Orange ein bisschen drüber. Dann wirkt es eigentlich auch immer ganz schön. Vielleicht kennt ihr ja schon von Typhus Corrosion, da ist ja auch mal mit weißer was. Das benutze ich hier zufällig auch. Und ja, bürste einfach drüber. Dann haben wir nämlich diesen orangenen Rostflair. Und das ist ja auch in Ordnung. Das Ganze mache ich jetzt hier überall, wo wir das angewendet haben. Ja, wie gesagt, macht es schön rostig, macht es schön. Und dann nehme ich mir von AK mit einem feinen Pinsel das Medium oder Dark Rust, sehr verdünnt, und benutze das als eine Art Shade wieder, um hier in diese Einfressung reinzugehen. Wer vielleicht schon mal das ein oder andere Video von mir gesehen hat, der weiß, ich stehe auf diese Effekte von AK. Dafür nehmen wir dann jetzt hier auch, was ich mir neu besorgt habe, das Rustreak von AK. Und da können wir jetzt mit der Pinselspitze, jetzt will der Fokus nicht so ganz mitspielen, aber da könnt ihr mit der Pinselspitze das hier so schön runterlaufen lassen. Ich finde, das wirkt halt immer so, als ob er durch den Regen gelaufen ist, durch irgendein Feuchtgebiet und dieser Rost, der sich ja irgendwo festsetzt, dann halt runterläuft. Das Ganze kann man auch schön benutzen, indem ihr hier in diese, ja, wenn er Einkerbungen hat oder sowas, Schäden, das dann da rauslaufen lassen kann und das einfach schön in so einem Faden runtergehen lassen. Ne? Passt ein bisschen auf, macht es nicht zu dick, wirklich nur mit der Spitze, sonst wirkt es einfach ein bisschen zu sehr. Kann man auch als Shade benutzen. Und ich benutze auch Engine Grind oder Rust Deposit. Gibt verschiedene. Ich werde mich hier ein bisschen austoben, gerade auch über die Nieten und so. Ich finde, ich kann man damit alles nochmal ein bisschen schön in Szene setzen. Und ja, probiert es ein bisschen aus, wenn ihr es da habt. Kann ich nur sehr empfehlen. Für die ein oder andere Verwitterung der Bronzeteile, nämlich Nihika Oxide von Citadel, da kann man dann das wie so ein Shade hier drüber machen. Ich werde es hier an dem Modell aber wirklich nur hier hinten und an den Kugeln oben verwenden, halt ein bisschen dezenter, sonst wird es mir hier zu bunt. Wie gesagt, ihr macht das drüber wie ein Shade und dann wischt ihr es ab mit einem Tuch oder mit einem Wattestäbchen. Könnt ihr alles benutzen, damit es halt nicht zu massiv wirkt und die Oberflächen der Metallteile halt noch rausgucken, dass sich wirklich nur in die Vertiefung setzt. Zu guter Letzt schnappe ich mir hier den getrockneten Bluteffekt von Green Stuff World, denn ich möchte das hier so ein bisschen aus den drei Löchern, die er am Auge hat, rauslaufen lassen. So schön widerlich, irgendwie durch Entzündung kommt es aus dem Auge gelaufen. Und hier nehme ich mir wirklich einen feinen Pinsel und dann könnt ihr es hier einfach ein bisschen runterlaufen lassen. Aber ich werde das Ganze auch dafür benutzen, um hier nochmal am Mund, an den Klauen, an diesen Auswüchsen ein bisschen den Effekt, diesen Bluteffekt drauf zu machen, einfach widerlich wirken lassen. Auch hier bei den ganzen Maden oder diesem Ausgeschwülsten. Und dann nehme ich mir noch Nugglesworth und mache es später über die Fratze, die wir da an der Seite haben. Und dann sind wir auch fertig. Die Base noch ein bisschen gestalten.
Ah, jetzt will der Fokus wieder nicht. Aber dann war es das soweit für unsere bleiche Hand. Und damit ist mein Seuchenmühlen fertig. Ich habe hier endlich meinen Weg gefunden, wie ich sie am liebsten mag. Hatte mit der bleichen Hand ja einiges ausprobiert, aber so gefällt es mir am besten. Wie bemalt ihr denn eure Deskart? Das würde mich mal interessieren. Es gibt ja die verschiedensten Variationen, ob jetzt mit schwarzer Rüstung, grauer Rüstung, sehr helles Grün. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und inspirieren. Wenn ihr Bock habt, euch über das Thema auszutauschen, kommt gerne auf den Discord oder mal bei Twitch vorbei. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.